Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Trackmania 2 Stadium. Wie ihr bereits hört und und auch unschwer zu behören ist, läuft dieses Mal im Hintergrund ein bisschen was an Musik. Will da mal was ausprobieren. Hab mir dann so einen kleinen Player runtergeladen und wollte einfach mal gucken, wie das läuft, wenn ich im Hintergrund Musik laufen lasse. Hoffe, das stört euch jetzt nicht. Und ich will auch hoffen, dass es mich nicht zu sehr ablenkt. Wie gesagt, das ist einfach nur so ein kleiner Testlauf, weil ich auch wissen möchte, im Grunde genommen, wie es bei euch ankommt. Musik ist, wie ihr schon hört, Elektro. Das ist von den Circle of Alchemists. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt einfach mal so ein paar Instrumentals da reingeladen und lasse sie mal im Shuffle laufen. Und einfach mal schauen, wie es ankommt. Vielleicht werde ich das dann öfter mal machen. Vielleicht werde ich es dann aber auch weglassen, je nachdem. Müsst ihr mir mal sagen, was haltet ihr davon? Im Hintergrund ein bisschen Musik laufen lassen oder nicht? Und wenn ja, was für welche? Habt ihr da irgendwelche Wünsche? Muss halt im Grunde genommen GEMA-frei sein, damit mir hier keiner vor den Kahn scheißen kann. Dass ich irgendwelche urheberrechtlich geschützten Werke verwende. Deswegen habe ich auch die Instrumentals von den Circle of Alchemists genommen. Die schreiben, wenn man sie im Video, das war in der Beschreibung erwähnt, ja, ist das alles kein Thema. Und wie ihr seht, ich habe auch ein neues Fahrzeug. Ich hatte ja mal letztens erzählt, dass ich Probleme habe, dass die Fahrzeuge nicht funktionieren, die ich mir runtergeladen habe. Ich habe jetzt auch den Fehler gefunden. Und zwar hatte ich ja gesagt, dass ich die Fahrzeuge vom Trackmania Car Park habe. Das sind aber welche für Trackmania Nations Forever. Und jetzt habe ich eine Seite gefunden, die heißt einfach nur Car Park. Da kriegt man die Dinger dann so her. Die sind dann auch für Trackmania 2. Und habe jetzt insgesamt dann nochmal so 10 bis 15 Fahrzeuge runtergeladen. Dieses hier ist einer davon. Das ist ein 71er Plymouth Barracuda. Wie ihr seht, der ist auch nicht mehr ganz Serie. Da kann ich ja gleich nochmal eben was zu sagen. Wenn ich die Runde hier beendet habe, dann zeige ich euch den mal von vorne und von hinten und von der Seite. Von hinten seht ihr den ja schon. Ne, wie gesagt, das ist hier ein 71er Plymouth Barracuda. Allerdings heißt der nicht Barracuda, sondern Frankencuda. Fahren wir hier zurück. Wir hoffen, dass er nicht so kaputt geht. Ist halt ein bisschen was am Motor gemacht worden. Der Motor ist auch nicht mehr so ganz Serie. Das ist jetzt ein 632 Kubik-Inch Motor. Das sind umgerechnet ungefähr 10,4 Liter auf 8 Pötte verteilt. Das ist da doch schon ein bisschen mehr. Und mit dem Lutz-Gebläse da oben drauf sollte der Wagen so zwischen 2 und 2.500 PS haben. Jedenfalls ist das der Wert, den Troy Brumbolo oder wie der auch immer sich ausspricht, angegeben hat. Das Fahrzeug ist ein Einzelstück, ist 2011 bei Jared & Jackson, das ist ein Auktionshaus in den Staaten, angeboten worden für $308.000. Also ist schon ein bisschen was Exklusiveres. Vorne 20 Zoll Felgen drauf, hinten 20 Zoll Felgen drauf. Vorne hat er, glaube ich, um die 7 Zoll breit und hinten sind es 15. Also extrem Tiefbett. Das ist schon schlimmer als die Mantas, beziehungsweise der Mattig-Manta aus Manta Manta. Der hat, glaube ich, hinten, was waren das, 13 Zoll Felgen? Oder nee, 15 Zoll Felgen mit 13 Zoll tief. Und da ist 15 Zoll breit dann doch schon ein bisschen was anderes. Ist in mühsamer Handarbeit, sage ich jetzt mal, entstanden. Ich habe vorher mal so ein bisschen mich über die, beziehungsweise die Bauphase informiert von dem Ding. Und ich sag mal so, da ist die ein oder andere Stunde reingeflossen, was auch den Preis von $308.000 schon irgendwo rechtfertigt. Vor allem mit 2.500 PS. Da lässt man doch einiges bei stehen.
Gut, da kommt man jetzt hier auch nicht hoch. Generell basiert das Fahrzeug auf der dritten Serie vom Barracuda. Wobei eigentlich nur die Standardfahrzeuge Barracuda hießen. Hochleistungsmodelle, also die 7 und 7,2 Liter Maschinen, die hießen dann eigentlich nur noch Cuda. Gebaut worden ist die Serie von 70 bis 74 und ist im Grunde genommen das Schwestermodell vom Dodge Challenger. Allerdings sind jetzt in den Staaten, beziehungsweise ich fange jetzt anders an. In den Staaten ist es ja öfter mal so gewesen, dass Modelle rebadged, also einfach nur ein anderes Emblem draufgesetzt wurden und dann nochmal verkauft. Bei den beiden jetzt hier ist es so, dass der Challenger und halt hier der Cuda sich zwar die gleiche Bodengruppe teilen, aber die Radstände nicht stimmen und im Grunde genommen auch kein einziges Blechteil identisch ist. Wurde halt damals sehr gerne gemacht, um einfach Kosten zu sparen. Uah. Und deswegen, sie sehen zwar ähnlich aus, ist aber im Grunde genommen sind es unterschiedliche Fahrzeuge. Wow. Nicht gegen die Wand, nicht gegen die Wand, danke. Hat zwar jetzt ziemlich Zeit gekostet, aber egal. Erstmal will ich ja sowieso die Strecke beim ersten Anlauf mal kennenlernen. So, hüt. Da vorne ist das Ziel. Sauber. Gab den mit insgesamt, also jetzt zurück zum Fahrzeug. Gab den mit insgesamt 8 Motoren. Allerdings gab es ihm fast... Also nicht alle gleichzeitig. Da hat sich ein bisschen was durch Ölkrise etc. getan. Die haben damals angeboten 2 Sechszylinder. Das war quasi die Basisausstattung, nenne ich es jetzt mal. Das waren 3,2 Liter Maschine und 3,6 Liter. Ist ja für die Amerikaner eigentlich relativ klein. Normalerweise fangen die Amis ja... In der Zeit haben sie nicht unter 4 Liter angefangen. Normalerweise. Also die kleinsten V8-Maschinen, das waren glaube ich 4,3 Liter Maschinen. So. Da hat noch jemand meine Hupe. Ne, dann kam, das muss ich jetzt ablesen, die 8 Zylinder mit 5,2, 5,6, 6,3, 7,2 und 7 Liter. Wobei den 7,2 gab es zweimal, einmal mit Vierfachvergaser und einmal mit 3 Doppelvergasern, sogenannte Sixpack. Und die 7 Liter Maschine kam damals von Chrysler. Und alles, was über 7 Liter Hubraum hatte, hat dann auch ein anderes Fahrwerk gekriegt. Ganz einfach ein bisschen verstärktes Fahrwerk, das die Maschinen, die haben ja schon ein gewisses Gewicht, sage ich jetzt mal. Also so ein 7 Liter Block, der hat sicherlich 200 Kilo mehr als die kleinen. Gehe ich mal von aus. Also das ist schon ein relativ großer Unterschied und wenn man bedenkt, was 200 Kilo für ein Fahrwerk bedeutet, das kommt dann doch schon ganz schön unter Druck. Und dementsprechend haben die halt damals ein bisschen was geändert, so stärkeres Fahrwerk rein, bessere Radaufhängung, dass der Motor einfach die Vorderachse nicht überlastet und die Feder nicht ständig durchschlägt. Das war schon damals sinnvoll. Und ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich geholfen hat. Also man sagt ja, tendenziell sind die Amerikaner auf der geraden Strecke schnell, aber in der Kurve sind sie arschlangsam. Aber ich hatte vorher nochmal nachgeguckt, was die Viertelmeilenzeiten angeht. Habe ich allerdings nur was für den 7 und den 7,2 Liter Motor gefunden. Ich sag mal, eine Viertelmeile in etwas über 13 Sekunden. Das ist schon nicht verkehrt. Das geht auch, ich sag mal, das geht heutzutage schon deutlich schneller. Wir hatten Zielzeiten von beim 440 Sixpack, also dem 7,2 Liter mit dem Dreifach-Doppelvergaser. Lag man bei 13,7 Sekunden und 165 km/h im Ziel. Also das geht heutzutage besser. Aber man muss auch bedenken, dass das Fahrzeug schon 40, 45 Jahre alt ist. Da ist das schon ein sehr beachtlicher Wert. Und der 7 Liter, der war etwas schneller. Die hatten da damals zwar weniger Hubraum, aber die haben halt mit der Verdichtung ein bisschen rumgespielt, den Motor etwas höher verdichtet, dass der
wie soll man das jetzt erklären? Je höher man was von, je höher man dieses Benzin-Gas-Luftgemisch verdichtet, umso mehr, umso explosiver ist es, wenn die, wenn eine Zündfunke kommt, und umso mehr Leistung kriegt man daraus. Und der hat es in 13,4 Sekunden geschafft mit einer Geschwindigkeit von 173 km/h. Ist jetzt nicht so viel, aber ich sag mal, das ist schon, wenn man sich so die Unterschiede teilweise bei Drag Races anguckt, sind es schon ungefähr, ja, ist es schon eine halbe Ewigkeit. Also normalerweise geht das da im Bereich von 100 Sekunden ab. Beziehungsweise die Zeiten zwischen erstem und zweiten sind in der Regel sehr, sehr, sehr kurz. Also da ist das schon nicht schlecht. Ich muss mal eben kurz Pause machen. Bis gleich. Tschüss. So, und da bin ich wieder. Musste eben kurz telefonieren. Wo war ich denn vorhin eigentlich stehen geblieben? Ich glaube bei den Viertelmeilenzeiten von den Kudas. Ja. Muss man eben meinen Faden wiederfinden. Ich glaube, wir waren stehen geblieben bei den Endgeschwindigkeiten und dass es ja für die damalige Zeit diese 0,3 Sekunden Unterschied jetzt nicht so viel waren. In der heutigen Zeit ist es halt relativ viel, weil die Leistungsdichte bei diesen Drag Racern eigentlich einfach sehr, sehr eng ist. Wobei ich auch gerne mal wüsste, was so ein 2500 PS Kuda auch für den Meide reist. Also wird definitiv schneller sein als die Standarddinger. Also da würde ich mal mit einer fast schon 7er Zeit rechnen, wenn nicht sogar 6. Also 6 Sekunden auf eine Viertelmeile, also 400 und ein paar kaputte Meter. Das ist schon nicht verkehrt, würde ich mal behaupten. So. Das war... jetzt legt er sich natürlich wieder nicht auf die Reifen. So. Jetzt mal eben gucken, dass wir hier mal eine vernünftige Runde hinkriegen. Der dreht sich jetzt schon wieder zu sehr. Die Runde kann ich ja auch gleich neu starten. Ja. Aber ich muss sagen, die Musik gefällt mir echt gut. Also wegen mir kann die drin bleiben. Vor allen Dingen fällt das dann nicht so auf, wenn ich mal irgendwie einen, ja, vielleicht so eine halbe Minute nichts sage, dann kann man einfach der Musik lauschen. Na? Jo, das passt. So, hier jetzt kam, glaube ich, das, wo ich vorhin mich aufs Dach gelegt habe. So, hier jetzt vernünftig durch. Noch durch den Looping durch. 17. Zeit ist jetzt auch nicht so so prickelnd. Aber ich sag mal 0,9 Sekunden ist der Abstand zum ersten. Das ist jetzt nicht so viel. Also ich habe schon Strecken zwischen gehabt. Ich habe jetzt die letzten ein, zwei Tage auch öfter mal so gespielt, wo ich dann überhaupt kein Land gesehen habe. Wo dann die Daddy Mania Rekorde flogen wie Sau. Und ich dann im Endeffekt auf den ersten einen Rückstand von, keine Ahnung, 4-5 Sekunden hatte. Na gut, jetzt sind's, Moment, ja doch, 1,1 Sekunden. Und wenn ich so einen Scheiß mache, wird's noch mehr. Da sind nämlich jetzt 15, 12 und 6, 6. der Demania-Rekord gefallen. Na, das geht auch nicht gut. Okay, da geht es jetzt schon wieder, ob da jetzt ein Cut ist oder nicht. Also meine Vermutung ist, dass man den letzten Looping irgendwie cutten kann. Möchte ich jetzt aber nicht, ehrlich gesagt, nicht ausprobieren. Ich will jetzt erstmal eine vernünftige Zeit fahren. Halbe Sekunde Vorsprung auf meine eigene Zeit habe ich schon. So, hier jetzt vernünftig raus. Okay, den kann man nicht cutten. So wie das aussieht. 17. Zeit mal wieder. Na, vielleicht habe ich ja noch Glück und ich komme unter 33 Sekunden.
Finish Cut. Ne, Finish Cut Jump Under Finish. Was? Ah, okay. Ich glaube, da kann man ja von unten ans Ziel kommen. Das, wenn ich das richtig gesehen habe, nennt sich das dann Bug Finish. Sprich, dass man ja da so einen kleinen Bug vom Spiel ausnutzen kann. Mal gucken, vielleicht krieg ich das ja irgendwie hin. Na, Mist. Okay, jetzt purzeln die Daddies ohne Ende. Ist zwar immer ein bisschen schade für mich, sage ich jetzt mal. Aber ich freue mich immer für die Leute, die die Daddy Manias schaffen. Ich habe es letztens auch sogar mal hingekriegt, auf einer Strecke in Daddy Mania zu fahren. Leider habe ich die Session nicht aufgenommen. Da habe ich, das war auch wieder so eine reine Glücksstrecke. Und da hatte ich dann nachher auf den zweiten einen Vorsprung von, ich glaube, 4 Sekunden oder so. Das war im Grunde genommen, man ist gefahren und dann durch Löcher gefallen. Und das war schon... Da war ich schon recht stolz auf mich. Wie gesagt, schade, dass ich es nicht aufgenommen habe. Das lag einfach daran, dass ich nebenbei noch was anderes hatte laufen. Und ja, es hat ein bisschen geruckelt. Das wollte ich dann nicht aufnehmen. War nebenbei noch am Rendern. Und ja, wie gesagt, das ist ein bisschen schade. Das hätte ich euch sehr gerne gezeigt. Aber es lässt sich im Nachhinein nicht mehr ändern. Dementsprechend muss ich damit leben. Vielleicht kriege ich das ja in der Aufnahme auch nochmal hin, irgendwo in Daddy Mania zu fahren. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So. So, hier rum. So. Na, das wird... Ah. Okay, das war nichts. Ich finde es auch mal faszinierend, wie nahe Leute an die Bande ranfahren können. So. Das sah schon mal gut aus. Uah. WTF, was ist das denn hier? Sehr schön. Ach, du ahnst es nicht. Also manchmal frage ich mich echt, wo haben die Leute die Ideen für die Strecken her? Also ich meine, so ein Seitwärts-Looping, der dann nachher in einen anderen Looping reingeht, das hat man ja schon öfter mal gesehen. Aber da kommen doch teilweise echt merkwürdige Kombinationen raus. Wow. Ich würde sagen, da bin ich ganz gut durchgekommen. Nee, aber da kommen doch teilweise echt die merkwürdigsten Konstruktionen raus, wenn man das so teilweise sieht. So, hier früh runter. Wow. Sieht beste Zeit. Der erste war 1,5 Sekunden schneller als ich, oder? Auf jeden Fall war er schneller als ich. Ah, das war ein bisschen sehr optimistisch. So. So, hier nochmal durch. 0,24 Sekunden schneller als vorhin. Ah, scheiße. Scheiße. Da hat man eine schöne blaue Zeit und dann verkackt man es. Ist jetzt nicht unbedingt prickelnd. Uah. Da musste ich nochmal wieder nach links lenken, sonst wäre ich rechts in die Bande geknallt. So, jetzt hier nochmal vernünftig. Na, jetzt. Diese blöden Gitter, die hebeln einem öfter mal die Hinterachse aus. Das ist der einzige Nachteil, wenn man über diese Dinger rüberfährt. Ich meine, wenn man's kann, dann spart man sich dann eine ganze Menge Zeit.
Aber wenn man es nicht kann, verliert man halt auch sehr viel. So, halbe Sekunde Vorsprung auf meine eigene Zeit. So. Ja, halbe Sekunde, 9. Platz. Das sieht doch schon mal gar nicht verkehrt aus. Wie gesagt, also da sind doch Leute bei, die es erheblich besser können als ich. Ich würde mich ja immer noch nur als Casual Gamer bezeichnen. Also Trackmania Profi bin ich beim besten Willen nicht. Da sind dann Leute wie, ja, wie hieß er denn jetzt? Kajen für zuständig. Ist ja, glaube ich, Schwede oder so. Und, wie gesagt, die würden hier wahrscheinlich die Daddy Manias nur so purzeln lassen. Muss mal gucken, vielleicht finde ich ja mal irgendwo einen Hinweis, auf welchem Ranglistenplatz Kajen momentan steht. Oder ob er überhaupt so mitfährt oder ob er nur so WM und so einen Kram fährt. Da gibt es ja richtige Weltmeisterschaften im Trackmania-Fahren. Und wenn man da auch teilweise sieht, wie präzise die fahren, da ging es das hier, was ich mache, ein Witz. Also ich habe irgendwann mal Bilder gesehen vom, wie ist das denn jetzt noch, ESCW oder sowas. Das ist die Trackmania-Weltmeisterschaft gewesen. Und da fahren dann immer zwei Teams gegeneinander mit jeweils zwei Leuten. Und wenn man dann teilweise sieht, dass die im Abstand von 0,02 Sekunden von 1 auf 4 durch die Gegend cruisen, finde ich das schon bemerkenswert. Und ja, das ist schon die hohe Kunst, sag ich jetzt mal. So, 15 Sekunden noch. Ich glaube, dann werde ich den Part auch für heute beenden. Mal gucken, ob ich den heute noch rauskriege oder ob der dann morgen kommt. Das werde ich mal sehen. Gleich noch eben aufs Zeitentableau gucken. Denk mal, ich werde den Part auch direkt im Anschluss aufnehmen. Und ja, hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Und ihr könnt mir ja mal, wie gesagt, schreiben, was ihr zur Musik im Hintergrund haltet. Ob euch das gefällt oder nicht. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, bis dann, tschüss.